Ein kleines Ei. Wieso kann ich... Plünder den mal bitte. Wen? Den da hinterm Kürbis. Da sind viele Kürbisse. Das ist ein Kürbisfeld. Wieso sind in WoW eigentlich so viele Kürbisfelder? Ich weiß nicht, im Wald von Elwin gibt's auch einige. Da gibt's hast, sogar hast mal in Tieris Fall gesehen? Ich glaube, da gibt's 4 oder 5. Vor allem, was ja auch cool ist, in Wald vom Elwin gibt's, glaube ich, ab und zu spawnen ganz wenige Kürbisse, die man auch plündern kann. Die kann man dann, glaube ich, fürs Kochen oder so verwenden. Ich will jetzt nicht lügen. Aber für irgendwas kann man die verwenden, auf jeden Fall, das weiß ich. Sind selten, Huns. Plünder den mal. Ja. Bin auf dem Weg, ich brauche noch 3 Schwänze. Du mit deinem Dings, deinem Kernhund. Wie ich jetzt flüssig 60 FPS. Der ist cool! Ja, aber ich weiß nicht. Ich mag. Ich finde, die sehen cool aus. Ich muss hier gerade mal übers Feld strotzen und alles kürschen, was gibt. Nein, ich muss weiterlaufen. Ein Kojote. Ist das kein Rudelführer oder so? Ja, er killt alles, ich kürschne alles und plünder alles. Das, ich bin ja Heal, also. Naja. Du bist ein... Noch schlimmer, du bist ein Dudu. Ach ja, uns ist ja letztens noch aufgefallen, wir haben ja einen PvP-Server ausgesucht, ja? Wieso habe ich dann gemeint, dass wir PvE machen? Wir wollten ursprünglich, glaube ich, PvP machen. Wir farmen eben nebenbei PvP-Gear. Weil ja, man mit PvP-Gear einfach schneller zusammen hat und deswegen schneller hat Heroische machen kann. Ich glaube, ich weiß schon warum. Und zwar... Oh mein Gott, du hast Rückkopplung. Was hast du gemacht? Nicht. Du hast irgendwas verändert, weil ich höre mich jetzt bei dir. Ich hab nichts verändert. Veränder es wieder zurück. Ich hab nichts verändert. Du hast deinen Kopf wahrscheinlich leicht geneigt oder sowas. Du hast irgendwas ich verändert. Ich hab mal bewegt. Dann beweg es wieder zurück. Das hat dazu geführt, dass du Rückkopplung hast. Obwohl, warte. Jetzt geht's wieder. Mann, bewegt einfach sein Bein. So, das ist die Köchin. Oh. Festmahl oder Hungersnot? Westvollmacht. Lecker, ja, Fragezeichen. Ah! Ist das nicht der Landkürbis? Schau mal, eine Landstreicher Delikatesse, Mann! Überraschung und vielleicht sogar essbar. Oh Gott. Wasser des Brunnens. Moment mal, welcher Brunnen? Moment mal, hier gibt's einen Brunnen, soweit ich weiß, oder? Bin mir nicht sicher. Okay, machen wir weiter. Es sind nämlich ein Landstreicher. Ach, jetzt kommen wir da in ist ein die... Butterstampfer. Oh, wozu jetzt... brauchen die einen Butterstampfer? Du kennst ja sicher die Todesminen, die macht die Hordler ja auch, oder? Ja. Na, jetzt wirst du kennenlernen, wie wir... Oder wie es zu den Bossen gekommen ist. Donnert's gerade draußen. Ja, ich habe mein Surround-Headset auf. Habe ich Surround aktiviert? Ja, danke. Meins. Ja, meins. Eindeutig meins. Schau ich jetzt wenigstens cool aus? Ganz toll. Das ist jetzt alles unterm Wappenrock. Aber jetzt kommen wir in die Mine. Wo ist das Beulenkrass? Ah, Silberblatt, da ist es. Du nicht nehmen Kerze. Oh Mann. Ich nehme Kerze. Oh Schau. Mann. Wir gehen in die Mine rein, dass du mich verstanden hast. Ja, eh. Wir müssen sowieso rein für eine Quest. Ja, ganz toll. Und du pulst wieder alles. Das Teil da habe ich nicht gepult. Er pullt einfach immer alles. Den jungen Fleischermeister habe ich nicht gepult. Du hast ich sag's es euch, er pullt immer alles. Okay. Wieso habe ich... Mein Dolch. Ach ja. Ja, dein Dolch. Ach ja, wir können ja entzaubern dank dir. Ach, ich glaube, ich kann dir dann doch nichts zum Entzaubern geben. Danke für deine freundliche Unterstützung. Ja, was hätte ich jetzt nur ohne dich gemacht?
Ja, ich war noch gerade bei. Warte, ich muss mal meine Gifte auftragen. Ja, dann mach das. Ich schaff den Kobold allein noch. Bin mir nicht sicher, du bist ein Dulu. Was hat der Typ gegen Dulus? Ach ja, mal eine Frage an euch, wenn es zufällig irgendwer in den Kommentaren beantworten will. Ach, geh weg, du blöde Mücke! Ach so, danke. Ja. Was findet ihr persönlich schwerer im PvP? Arena oder das können wir verkaufen und ja, oder gewertete Schlachtfelder. Du bist ein Heal, für dich ist RBG schwerer. Naja, Arena ist auch nicht sehr leicht als Heal. Kommt auf die Gruppe. Auf jeden Fall, der liebe Freddy meinte ja, dass... Jetzt pull ich alles. Also, Arena viel schwerer ist. Naja, viel schwerer. Ja, schwerer, meinte er aber. Ich sage dazu, nope. Im Rated PG muss man viel mehr achten. Wieso glaube ich nur, dass das jetzt überhaupt keiner beantworten wird? Ich weiß. Aber egal, die Frage können wir trotzdem stellen. Vielleicht ja. Beantwortet sie irgendwer. Ja. Man muss einfach auf viel mehr achten. Wir wollen jetzt gar nicht tief aufs Thema eingehen. Letztens hätten wir fast gestritten deswegen oder so. Ich hätte den Stadt gewonnen. Nein, hättest du nicht. Arena ist nicht schwerer. Ich hätte eine Kanone gewonnen, hätte einen bestimmten Typen aus unserer alten Klasse genommen und in dein Haus katapultiert. Aha. Ah, wie die Level 10 sind. Du nicht neben Kerze. Ach, der Spruch von denen. Oh, jetzt cast ich auf Versehen Zorn. Wie er unbedingt das Erz abbauen will. Was ist, wenn ein Ninja-Looter vorbeikommt? Ja, er hat. Ja, wie oft er jetzt ausgewichen ist. Okay, wir verstecken uns erstmal in der Kiste. Oh? Mach du dich zuerst, benutze das Item. Wozu brauchst du die Kiste? Ich bin ein Schurke. So, oh, siehst du. Oh, ja, okay, dann mache ich das auch, wenn er. Einfach mal so eine Kiste. Das können wir übrigens nicht überspringen. Was will kleines Menschi? Warum er rufen Gloobtalk? Schmalspur-Erpressungsunternehmen. Jetzt sei leise, bei mir kommt das ja später. Schmal. Ja. Und du weißt sicher schon, wer das ist, oder? Sag's aber nicht. Sag einfach ja oder nein. Wer? Die schattenhafte Person? Ja, wer die merkwürdige Gestalt ist. Ja, ich kann's mir schon denken. Ja, wenn man es schon kennt, die Instanz, dann. Ja. Ja, redet schneller, Mann. Escape geht auch nicht. Ja, besonders jetzt. Nachdem ihr schließt euch mir an. Sterben oder reich und mächtig sein? Ja. Was werde ich mir wohl aussuchen? Zwei. Ja, komm. Gib mir deinen Stab oder. Ist sein Stab eigentlich. Also, jetzt sein Stab, den er in der Hand hält. Den roten, grauen. Halt einfach die Klappe. Den will ich haben. Weil ja. Meiner ein Distelholzstab ist. Du stehst auf Stäbe. Ich bin Dudu. Stell dir mal einen Schurken mit Stab vor. Ja, wir müssen noch einen Kobold töten, oder? Nö, nee. Alle Quests fertig. Wir müssen aber einen versteckten Schatz finden. Hä? Nein. Achso, ja. Du kannst ja gerne hinrennen, wenn du willst. Aber da kommen wir eh noch hin. Muss ich hier schleichen? Nö. Besser wär's. Mir fällt gerade ein, ich muss meine Schleichen-Aktionsleiste auch noch einrichten. Ach ja. Jetzt, wo rennst du hin? Deine Erzahl Ramob. Ramob? Wo? Ach ja, der
Ja, bei mir macht schon. Dün, 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 dün. Bei mir taucht einfach so. Ich hab zwei Mobs gepult. Ja. Jetzt, ja, immerhin hält das eine halbe Minute oder eine Minute bei Mobs. So, Kirschnern. Die, dass ich sie ja nicht vergesse. So, dann wieso hast du nicht einfach Schattenmimik oder wie das heißt? Stürzen wir uns auf den Rahmen ab. Zu spät. Ich wollte dran. Ja, okay, du ziehst ihn eh. Ich treffe ihn nicht. Alter, Füße! Um den Caster herum. Wow, eine gesprungene Eierschale. Warst du der Mantel? Nö. Aber wir können ihn jetzt zaubern, dann skillst du, glaube ich. Und, hast du bekommen Skill? Mhm. Dann lassen wir's, weil dann wär's besser, wenn ja, sich dann... Ja, aber nur die ersten 50, glaube ich. Ja, eh. Ich meine nur, dass du's nimmst ja, ich weiß, und, dann ich weiß. Und dann entzauberst. Ich werde mich... Immerhin bin ich Feral. Du kannst also, später durch den Weltkampf starten, wenn wir Verzauberung draufhauen wollen. Was kann ich machen, wenn wir Verzauberung draufhauen? Den seltsamen Stab dann später geben. Ach so, ja. Oh. Ach ja. Ein Koboldspieß. Ach ja, ganz toll. Was ist am meisten wert? Hier. Jetzt bekomme ich, weil du Entzauberung hast, die ganze Zeit die Anzeige vom Auktionator, wie viel die Entzauberung wert wäre. So. Lose Abschiedsworte. Ja. Jetzt haben wir halt die Vermutung, dass irgendwer wieder die Defiat-Bande oder wie die jetzt hieß, aufbauen will. Ich mag die. Und jetzt, danach hat Alimania liegen, aber. Jetzt hat der Spoiler von vorhin auch noch Sinn. Hallo Jungs! Seid ihr begegnet? Yo! Ja, sie existiert wirklich. Sie beauftragte mich, euch zu sagen, dass sie die Sache mit dem Brauwirbels... Wieso darf ich die nicht bestehlen? Kannst du gleich. Ich hab sowieso gleich Aggro von jedem. Hoppla, was haben wir denn da? Anscheinend befindet sich ein Horrorhound bei uns. Ich glaube, dass die so einen Akzent haben. Mit einem niederträchtigen Litzner verfährt man wie folgt. Ja, du plünderst mal... Du hättest die jetzt alle bestehlen können. Ist doch egal. Die haben sowieso alle weniger als 100 HP. Da lohnt es sich ja fast Moonfire zu spammen. Brrr, Moonfire. Tut mir leid, Leute, das muss ich einfach immer machen. Arbeitsamt ehrfürchtig. Wo? Gildeneinladung. Ja. Was? Ach ja, genau, wir sind 2 Sekunden weg und schon ist hier ein Mord passiert. Naja. Seid vorsichtig. Normalerweise da, wo wir ganz kurz weg waren. Ja, normalerweise hätte man jetzt noch so einen Schrei gehört, kurz bevor wir die getötet. Ja, so ungefähr. Wer gut. Wurde ermordet? Der Lu 2, bla. Wie viele Quests hast du jetzt? 2? Ich habe 2. Gut. Den Schatz und... Ja. Das an. Ja. Jetzt können wir uns unser Huhn-Pet holen. Katze. Ich mach mal das Makro. Habe ich das da? Oh Gott, ich mach Katze. Ja, wollte ich auch kurz vorschlagen. Dauert zwar länger, aber dann kann ich nichts mit Makro machen. So, neues Makro. Fragezeichen. Huhn. / Huhn. Speichern. Und in die Leiste ziehen. Kann ich schon wieder aufhören? Ich glaube. Das sind Erntebehüter. Ja, die behüten die Ernte. So. Wieso sind die dann Agro? Ja, das weil sie einen Defekt haben. Auch die Hilfe. Überraschung, Überraschung. Ehre dem König, Freund. So, ich mache jetzt erstmal das Gräschen. Was? Das ist scheiß Beingras. Sorry, dass ich scheiße gesagt.
Scheiße, er hat Scheiße gesagt. Ist eigentlich alles wurscht, aber. So, hier haben sie das Feuer wenigstens nicht vergessen. So, hier sind ja Hühner. Oder ein Huhn. Anklick. So, jetzt. Wo sind sie wieder? Einfach zu spammen. Sehr viel zu spammen. Hallo? Komm. Okay, falsches Huhn anscheinend. Moment, da liegt ein Bett und die schlafen daneben am Boden. Dann war's das Huhn. Irgendein Hühnchen hier kann man. Und was dazu, ist dann? Dazu zwingen, eine Quest zu geben. Und was muss man machen? Also. Füttern. Ah, kein Bock jetzt einen Makler zu machen. Hä? Wieso geht das nicht? Haben sie das weggepatcht? Nö. Bitte nicht. Ich wollte meinen Huhn als Pet haben. Ah, jetzt muss ich mir einen Makler machen. Ich glaube, sie haben es weggepatcht. Oh. Okay, sie haben es weggepatcht. Das Slash dabei behalten, oder? Ja. Ich glaube, sie. Oder. Seid gegrüßt. Spezialhühner für Hühnerfütter, ja, das kaufe ich mir jetzt mal. Sie? Warum tötest du's? Es hat mich aggro gemacht. Ah. Okay, ich habe jetzt Spezialhühnerfütter, ja. Warum vielleicht sagst du Fütter? Ich weiß nicht. So, ich spam das Makro jetzt noch ein paar Mal. Vielleicht geht's ja jetzt. Okra. Was hast du gemacht? Was? Natürlich, er kämpft. Oh. Ich kämpf gar nicht. Okay, da geht's nicht mehr. Sorry. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was hier keiner macht. Ich Ninja loote. Jetzt komm, ich kämpfe. Ich kann mich erinnern, dass die Dinger gar nicht ganz so leicht waren. Eh nicht leicht. Zumindest nicht, wenn man Mensch ist und durch Elven gequestet hat, weil dann war man, glaube ich, noch viel zu low für diese Quest. Da waren wir noch Stufe. Sind wir Menschen? Nein. Ich glaube, da ist man dann noch. Oder früher war es zumindest so, da war man dann Level 9 erst. Hey, die geben eine Quest. Nein, wer gibt eine Quest? Diese Erntedinger. Oh, was für eine Quest. Schau mal, ob du von dem einen bekommst. Ja, das werde ich sicher. Herz eines Erntebehüters. Ja, habe ich. Ach so, eh nur zurückgebracht. Na, zum Glück. Ich glaube, das öffnet eine Questreihe. Habe ich auch das Gefühl. Was brauchst du noch alles? Hast du schon die ganzen Pflanzen da? Wir müssen noch Greifzahn. Nein, wir brauchen noch Greifzahnflanke und sinniges Fleischreißerfleisch. Ich brauche noch Greifzahnflanke. Wir brauchen Fleischreißerfleisch. Ja. Really? Ach ja, die kann man Ingenieuren. Ingenieuren. Oh mein Gott. Ach ja. Meowe. Irgendwie vergeht mir schon. Also jetzt nicht jetzt gerade, aber irgendwie vergeht mir schon wieder langsam der Fuck off Meowe. Wieso? Ich weiß nicht. Wieso hat das Teil da keine Taschen? Ist nicht so interessant, dass ich jetzt unbedingt zahlen müsste dafür. Und wenn Mr. Fandaria rauskommt? Keine Ahnung. Willst du nicht Garrosh töten? Ja, genau. Genau dafür kaufe ich es mir. Dann kaufe ich mir auch noch Power Level, damit ich Equip und alles bekomme, um dann beim Garrosh Raid dabei zu sein. Genauso mache ich das. Ja, ich habe ein Rezept bekommen. Was für ein Rezept? Gekochte Schere. Ja. Unnötig. Ja, jetzt kann ich wieder kürschen. Was? Wir müssen Kojoten töten, bevor wir Wildschweine töten. Wieso? Weil ich die Wildschweine noch nicht kürschen kann. Erst nach.
Nach einem Kojoten. Da ist einer. Habe ich jetzt eigentlich schon. Ja, das Okra. Ich mach mal noch Folgen. Okra habe ich schon. Ja, der sauft auch was. Habe ich schon die ganze Zeit gehabt, das Okra. Ah, ja, alles plündern. Und wie. Ja, jetzt haben wir Makros. Ich zieh's mal raus. Ja, jetzt können wir die Wildschweine töten. Nein. Ah, verdammt. Wo kommt der her? Du bist ja ein guter Tank. Yay, yeah, Level 14. Ich hab schon Schurken, die Burning Crusade heroisch mit Level 70 tanken sehen. Die hatten aber allerdings auch beide Illidan-Klingen. Und waren anscheinend PC-suchtig.